Lieber Gerhard, liebe Kollegin, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Braut, lieber Bräutigam, die Begrüßungsanreden, die könnten heute noch eine Zeit lang fortgesetzt werden. Diese heutige Konstellation geht bestimmt auch in die Geschichte von Nussbach ein. Denn es ist in der Chronik am Standesamt in Nussbach nicht nachlesbar, dass sich ein Bürgermeister in seiner aktiven politischen Funktion diesen Schritt zum Standesamt getraut hat. Niemals durch die Ansicht von dir, das Schönste, was es gibt, bist du für mich. So lieb hab ich dich, ich lieb dich mehr, was ich dir sagen kann. Wie das Liebe ist, kämen wir trotzdem. Alles, was ich brauch, bist du für mich. So lieb hab ich dich. Und als Zeichen eurer Verbundenheit reicht euch die rechte Hand. Ihr habt nun vor mir, vor den Trauzeugen und allen Anwesenden euer Jawort abgegeben. Hiermit darf ich euch als rechtmäßig verbundene Eheleute erklären und darf dazu herzlich gratulieren. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Fotografen ganz gern ein Kussfoto sehen. Und wir können applaudieren. Thank you.
Also wir wünschen der Stefanie und der Gerhard alles Glück, Liebe und Zufriedenheit und dass der Zusammenhalt, wie er jetzt ist, auch in der Zukunft so bleibt. Und vor allem auch Gesundheit für die Kinder und für die Magdalena. Ja, Gerhard und Braut am Brecker. Es freut uns, dass wir dabei sein dürfen. Es war wunderschön. Wir bleiben sicher einige Stunden da und das Wetter war wurscht. Es war einfach eine schöne Hochzeit. Danke für alles. Alles Gute nochmal, gell? Ja, Gerhard, lieber Chefi, hey, ich will mich recht herzlich bedanken bei euch zwei, dass ihr die Ehre habt, zukommen lassen, da zu euch zu sein. Und ja, was Gabi und ich euch wünschen, ist einmal auf alle Fälle ein Stamm voller Kinder und noch so manch gemütliche Stunde, dass wir mit euch zusammensitzen können. Das gefällt uns auf alle Fälle. Hallo Steffi. Hallo Gerhard. Wir möchten euch auf diesem Wege alles Gute für eure Zukunft wünschen. Und dass so bleibt, wie es sagt.